Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit einer kleinen Rarität, der St. Louis, ja, einem Stufe 3 Kreuzer der US Navy. Ein kleines Relikt, wenn man so möchte. Ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich zum letzten Mal ein Stufe 3 Schiff gefahren bin. Und warum mache ich das überhaupt? Ja, das ist auch noch aus dem Project R-Ding. R-R. Und zwar ging es darum, mit einem Stufe 3 Schiff irgendwas zu versenken. Und genau das probieren wir hier auch. Ja, also wir haben ein bisschen Pech gehabt hier. Da ist relativ viel Stufe 4 Zeug auch. Das mag die St. Louis nicht ganz so extrem. Aber ja, es ist halt kein schlechtes Schiff. Das ist so eins von der Sorte, wo man die ganze Zeit lang nur auf die linke Maustaste hämmert, weil sie dermaßen viele Kanonen hat, dass man da eigentlich sehr, sehr gute Chancen hat, irgendwas zu treffen. Und genauso werden wir auch versuchen, das Ding zu spielen. Ja, ansonsten. Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich das Teil spiele. Ansonsten würde ich das eher wohl nicht tun. Denn es ist eigentlich nicht mehr so das, was mir extrem viel Spaß macht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, der Auftrag ist halt da und der will erfüllt werden. Habe ich übrigens im Endeffekt nicht geschafft. Ich habe dann, ja, genau 3 Perlen zu wenig gehabt. Wie vorhergesehen. Ich habe halt einfach am Anfang zu wenig gespielt. Wahrscheinlich wird mir genau dasselbe auch mit der Breach of Blue Steel Miyoko. Ist das Miyoko? Also der Kreuzer halt. Wird mir wahrscheinlich genau dasselbe passieren, weil ich da jetzt eine ganze Zeit gar nichts gemacht habe. Eben auch wegen dem R-Ding. Weil ich mich darauf konzentriert habe. Ja. Einen Tod muss man sterben und in dem Fall wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ich 2 Tote sterbe. Ich krieg wieder das eine oder das andere. Gehe ich zumindest mal davon aus. Aber ja, vielleicht habe ich ja dieses Mal auch Glück. Auch bei der Lotterie habe ich übrigens klein Glück gehabt, denn abgesehen von den 260 Perlen und du kriegst es auf jeden Fall, gab es ja auch noch die Möglichkeit, über eine Lotterie so ein Schiff zu erhalten. Und ja, auch da leider kein Glück gehabt. Auch hier nicht wirklich Glück. Haben schon mal 347 Schaden gemacht. Yay! An einer Wakatake. Aber für einen Kill hat es leider nicht gereicht. Ja, immerhin. 347, das ist ja schon mal was. Aber nützt natürlich nichts. Es geht hier nicht darum zu farmen. Es geht nur um die Kills. Da sind wir auch zu allem bereit. Klauen auch gerne irgendjemanden die Kills weg. Hauptsache, das Ziel wird erfüllt. Sorry. Da leider wieder ein bisschen rumkränkeln. Aber ja, wie das immer so ist, der nächste Patch steht vor der Tür. Super Sache, ne? Hat den angenehmen Nebeneffekt, dass ich, weil ich jetzt auch relativ lange kein WoWs aufgenommen habe, jetzt mal wieder einen gewissen Zeitdruck habe. Yay! Beste Motivation. So, jetzt kommt mal ein bisschen Schaden zusammen und es hat auch den angenehmen Nebeneffekt, dass wir hier Basisverteidigung machen, indem wir die Kuma da hinten beschießen. Das ist auch nicht ganz unauskannt, was ich hier mache, weil wenn ihr seht, dass da links 2 Schlachtschiffe sind und ich denen gerade die Breitseite zeige, dann bin ich mit dem bisschen Schaden, was ich da gerade bekomme, noch sehr, sehr gut bedient. Gut, diese Stufe 4 Schlachtschiffe, die sind jetzt nicht gerade unbedingt für ihre Präzision bekannt. Es ist ein ziemliches Grauen. Entschuldigung. Ein ziemliches Grauen gewesen. Meine Erinnerung, mit den Dingern zu fahren. Aber ja, provozieren muss er nun auch nicht. Gut, wenn man jetzt also so eine wunderschöne Kolberg ist das, ne? Kolberg. Ja, Kolberg ist machbar. Das ist sozusagen unsere Stufe. Und da können wir uns durchsetzen. Vor allem, wenn der Gegner wie hier nicht zurückschießt. Sehr, sehr angenehm. Haben wir eben schon ganz gut HP gezogen. Aber wir haben immer noch keinen Kill. Und wir wollen ja eigentlich einen Kill haben. Also probieren wir es nochmal bei der Kuma da hinten. Vielleicht klappt es ja hier. Die scheint mit der Clemson beschäftigt zu sein. Aber eigentlich würde ich halt gerne weiter auf die Kolberg schießen. Dafür müssen wir erstmal hier um die Insel rumfahren. Problem ist jetzt halt auch, da ist relativ viel, was jetzt auf uns schießen kann, wird.
Und so viele andere Ziele haben die Schlachtschiffe da auch gar nicht. Aber ja, die Kummer ist jetzt erstmal hinter der Insel. Müssen wir uns also keine Sorgen mehr zu machen. Blöderweise die Kolberg auch. Nee, also weiterschießen, schwierig. Um worauf wir auch ein bisschen achten müssen, sind die Torpedobomber von der Hosho. Da sollte er eigentlich mal beide gegen die Klemsen einsetzen, wenn er annimmt, dass die Klemsen da noch ist. Und er dann noch hinter der Insel parkt. Aber, na, scheint er irgendwie nicht zu machen. Gut, da haben wir jetzt ein Feuer auf der Kuma. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Scheint er aber direkt gelöscht zu haben, wenn ich das richtig sehe. Was nicht gut ist. Zielwechsel, Wyoming, die hat nicht mehr so viel HP. Frei nach dem Motto Focus Fire und so. Was will er denn jetzt da unten? Muss man nicht verstehen. Okay, so, da kommt die Antwortserie. Jetzt wird es zum ersten Mal spannend. Das Blöde ist, wir haben halt hier also auch Breitseite, aber ja, eigentlich ein Schweineglück. Beziehungsweise, es sind eben einfach keine sehr, sehr präzisen Schiffe, diese Schlachtschiffe da. Vielleicht muss ich mal wieder irgendwann eins davon fahren, um ein Video zu machen. Es gibt, glaube ich, eins von der Karachi, hatte ich mal gemacht. War sogar eine relativ gute Runde. Also ich glaube, ich habe irgendwas mal getötet. Auch nicht selbstverständlich. Ja, man sieht jetzt auch ganz gut, dass die St. Louis selbst auch eine ziemliche Papierpanzerung hat. Also wir werden da ganz gut auseinandergerissen hier. Aber ja, wir haben eine einigermaßen realistische Chance, die Wyoming auszunehmen. Die will ich unbedingt wahrnehmen. Koste es, was wolle. Denn Ziel sind Kills. Also schwingst du drauf. Auch wenn wir drauf gehen, Hauptsache das Ding stirbt. Und dieses Ziel haben wir in diesem Moment auch erreicht. Yes! Großer Erfolg. Also für so eine arme, kleine, unterprivilegierte St. Louis ist das schon eine ganz gute Sache. Aber jetzt natürlich hier ein bisschen das Problem, dass hier etwas viele Leute auf uns schießen. Das ist etwas nachteilig. Müssen halt trotzdem probieren, ob wir die Kuma da irgendwie rausbekommen. Also hier jetzt vielleicht auch mal ein bisschen drehen, sodass wir die gesamte Artillerie, die wir so haben, zum Einsatz bringen können. Ich schieße jetzt tatsächlich auch mal mit AP, wie ihr gesehen habt, weil ich mir bei einem HE-Duell hier keine Chancen mehr ausrechte. Stattdessen versuche ich halt an die Zitadelle ranzukommen. Und wie ihr seht, hat das zweimal auch ganz gut funktioniert. Ich hoffe jetzt halt, dass ich ihn hier abfangen kann. Dass ich ihm noch einen Zitadellentreffer verpassen kann und dass er dann einfach baden geht. Und wie ihr seht, hat das noch nicht ganz funktioniert, aber wir sind auf einem guten Weg. Jetzt zeigt man weiterhin die Breitseite. Also wir probieren es nochmal. Haben zwar nochmal Glück. Also extrem viel Schaden macht das noch nicht. Nochmal. Und yes! Gegner ist raus. Zwei Kills! Und einen Haufen Zitadellentreffer. Ziemlich cool. Und wir leben auch immer noch. Ich habe, glaube ich, vorher auch noch nie mit der St. Louis, also als ich sie wirklich gespielt habe, um weiterzukommen, zum nächsten Schiff zu kommen, da habe ich, glaube ich, niemals mit AP geschossen. Das war noch die Phase, wo ich fest davon überzeugt war, dass es eigentlich nur mit HE geht. Boah. Die Sicht der Dinge hat sich auch ein bisschen verändert. Ist schon schön. Auch wenn man so diese Momente hat, wo man merkt, ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen was verstanden. Und jetzt begreife ich das Spiel auch ein bisschen anders. Das mag ich ja. Das habe ich gern. Gut. Hier versuchen wir es jetzt wieder mit dem Feuer. Hauptsächlich auch, um den Flugbetrieb einfach da einzustellen. Das Problem ist, wir sind hier wirklich am äußersten Rand der Reichweite. Und ja, wir sind natürlich auch nicht die Einzigen, die hier schießen. Sehr positiv ist, dass da ein Jäger unterwegs ist. Der wird uns wahrscheinlich ein bisschen die Kollegen da vom Hals halten. Denn als St. Louis ist man natürlich auch ein einigermaßen dankbares Ziel für einen Torpedoangriff. Weil er Zerstörer auch rausnehmen könnte, wenn er seine beiden Teile zusammen einsetzt. Ist halt so eine Frage. Gut, also wir sind jetzt auf jeden Fall das Schiff hier, was eine ganz gute Chance hat, diesen Kill auch noch zu machen. Auf jeden Fall haben wir auch schon eine Menge Schaden verursacht. Wir haben unsere zwei Kills, also ist schon cool. Und ja, wir kriegen auch den Kill noch. 56.041 Schaden, plus minus das ganze Feuer. Drei Kills und das mit einer nicht wirklich toll gespielten St. Louis, die ganze Zeit lang mit Breitseite rumgefahren ist und einfach nur wie blöd reingefahren ist. Geil. Ja, das können wir jetzt noch machen.
so viel vom gegnerischen Team ist eigentlich gar nicht mehr übrig. Wir haben noch die Miyogi, wir haben noch eine Karlsruhe, die sind beide irgendwo da unten. Und vielleicht somit das Interessanteste ist jetzt, wir werden noch mal einfach ein bisschen beschleunigen, was der Kamera nicht wirklich gut tut, wie ihr seht. Wow. Genau, also ich wollte eigentlich probieren, ob ich eventuell cappen kann, aber dafür sind wir natürlich zu langsam mit unseren 22 Knoten. Ja, und das war nicht wirklich eine tolle Idee, hier beschleunigen zu wollen, kommt er gar nicht mit klar. Die Aufnahme ist abgestürzt, aber ihr habt tatsächlich nichts mehr verpasst. Das Spiel war dann kurz danach vorbei. Bleibt also nur noch sich hier die Statistik anzuschauen, unserer armen, unterprivilegierten St. Louis. Und ja, wie ihr seht, 125.738 Credits haben wir bekommen. 2.478 XP, ein bisschen freie XP. Ja, ein Haufen Zieltreffer, 97, das ist nicht ungewöhnlich mit diesem Schiff. Dann die zwei Ausfälle, drei Gegner zerstört, echt cool. Will auch erstmal geschafft sein, fünf Brände, ja, doch einige Zitadellentreffer und die Basisverteidigung, das gibt, denke ich mal, auch noch ganz gut Punkte. Weiß übrigens jemand, wie viele Punkte sowas gibt? Genauso wie Basis erobern oder Basisunterstützungsgedönseroberung. Also wenn das jemand weiß, würde mich auch mal interessieren. Ja. Wie auch immer, das macht uns hier zum dritten im Team. Die Langley war besser und die Clemson, die haben wahrscheinlich einfach mehr Schaden gemacht. Aber für unsere Art von Schiff, diesem Gefecht, fand ich das schon einen ziemlich coolen Erfolg. Hier haben wir nochmal die genaue Aufschlüsselung. Da sehen wir, durch Feuer kommen nochmal 3.400 Schaden dazu. Schöne runde Summe. Ja, und durch AP. Also ihr seht, es hat sich hier wirklich gelohnt, da zwischenzeitlich mal einen anderen Munitionstyp reinzuladen. Und wahrscheinlich hätte man das Duell gegen die Kuma sonst auch überhaupt nicht überlebt. Selbst haben wir auch ordentlich kassiert. Lustigerweise eigentlich nur HE. 19.030. Boah, wären wir beinahe dran krepiert. Aber ganz knapp haben wir es überlebt. Hat an der Stelle einfach ausgereicht. Vorteil ist, Reparatur und Munition auffüllen ist hier relativ billig. Da müssen wir grob über den Daumen 5.000 für auf den Tisch legen, also von unseren 125.000 Apples bleiben uns 120.000, was schon ein Haufen ist, aber in dem Fall ist das sogar egal, weil es ging ja eh nur um die Kills, davon haben wir drei Stück gemacht und ja, am Ende hat es natürlich trotzdem nicht gereicht, ich habe den blöden Zerstörer nicht bekommen, aber trotzdem war es ein relativ schönes Spiel mit einem Schiff, was ihr wahrscheinlich auch eine Zeit lang nicht mehr bei mir sehen werdet, es sei denn, es gibt wieder irgend so einen komischen Querchenauftrag. Gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz kurzer Unterbrechung, und ich sage erstmal ciao, ciao.